Herzlich willkommen. Mein Name ist Ute Verstegen. Ich bin Professorin für christliche Archäologie. Im folgenden Video werde ich Ihnen eine Einführung in das Thema Sakralarchitektur geben. Bevor wir uns der Frage zuwenden, was Sakralarchitektur ist, müssen wir uns fragen, was ist denn eigentlich Architektur? Zunächst einmal ist Architektur von Menschen geschaffen. Sie ist also Teil der menschlichen Kultur, nicht der den Menschen umgebenden Natur. Architektur ist aus Material erbaut. Dieses Baumaterial kann leicht und vergänglich sein, wie Holz oder Lehm. Oft aber ist dieses Material auch fest, hart und beständig, wie beispielsweise Stein. So oder so trotzt das Baumaterial dem Regen, es trotzt der Hitze, es trotzt mehr oder weniger lange der Zeit, dem Verfall. Architektur ist dreidimensional. Sie nimmt in Länge, Breite, Höhe und Tiefe dort Raum ein, wo vorher ein anderer war. Sei es eine Wiese oder ältere Gebäude, die weichen mussten. Neu errichtete Architektur erzeugt einen dreidimensionalen Raum, den es vorher nicht gab. Architektur ist begehbar, umrundbar, durchschreitbar. Wir können an ihr entlanggehen, sie hinter uns lassen. Wir können sie betreten und uns in ihr bewegen. Dann ist sie über, unter und neben uns. Architektur ist jedenfalls fast immer an einem bestimmten Ort gebunden. Sie steht auf einem bestimmten Grund, ist seinen Bedürfnissen angepasst. Sie steht in einer ganz bestimmten Landschaft, in einem ganz bestimmten Viertel. Je nachdem, ob der Ort trocken ist oder feucht, die Luft kalt ist oder die Sonne brennt, hat jede Architektur einen ganz eigenen Geruch. Architektur erfüllt immer eine Funktion. Diese Funktion hat Einfluss auf die Architektur, denn mit der Funktion sind Bedürfnisse verbunden. Ein Kiosk hat eine andere Architektur als eine Schwimmhalle. Eine Schule hat eine andere als ein Supermarkt. Und hier kommen wir nun auch zu der eingangs angekündigten Frage. Was ist eigentlich Sakralarchitektur? Und was unterscheidet diese von Profanarchitektur? Das Neue Testament liefert den Architekten christlicher Sakralbauten keine konkreten Vorschläge für den Kirchenbau. Der Schreiber des Matthäusevangeliums lässt Jesus die christliche Gemeinde nur so beschreiben. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Der Apostel Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. Ihr seid Gottes Bau, schreibt er im ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Den Baugrund habe Christus allein gelegt. Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tempel des christlich-jüdischen Gottes ist nach Paulus folglich kein Bauwerk, sondern jeder Mensch, der Christus nachfolgt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Es ist also zunächst die Nutzung, die aus einem Profanen einen sakralen Raum macht. Die Nutzung eines Bauwerks als Moschee, Tempel, Synagoge, Heiligtum oder Kirche kann auch einen Kiosk oder eine Schwimmhalle zu einem Begegnungsort mit dem Numinosen werden lassen. Liturgische Vollzüge, Gebete, Riten verleihen dem Raum durch das Agieren der Menschen Sakralität. Entzieht man einem solchen Raum die sakrale Nutzung, bleibt eine leere Schwimmhalle, bleibt ein leerer Kiosk zurück. Ein Sakralbau ist er nicht mehr. Anders verhält es sich bei Sakralbauten, die von vornherein als solche geplant, konstruiert und erbaut wurden. Zunächst benötigt ein Sakralbau eine bestimmte Raumstruktur, um seine Funktionen zu erfüllen. So wie eine Schwimmhalle ein Wasserbecken oder Umkleidekabinen benötigt, um ihre Funktion als Schwimmhalle zu erfüllen. Eine Kirche benötigt einen großen Raum für die Versammlung der Gemeinde zum Gottesdienst, eine Moschee einen Ort für rituelle Waschungen, ein Tempel einen Ort für das Götterbild. In spätantiker Zeit sind so ganz unterschiedliche Kirchenbauten entstanden, deren Architektur spezifisch auf die jeweilige Nutzung ausgelegt sein konnte. Monumentale Kirchenbauten,
in denen die Stadtbevölkerung am Sonntag für den Gottesdienst zusammenkam. Umgangsbasiliken gelegen an antiken Gräberstraßen, neben oder über den Grabstätten von Märtyrern und Heiligen und gedacht für Totenmemoria. Klosterkirchen, eingebettet in die bauliche Struktur der Monasterien. Ist die bauliche Ausrichtung auf eine bestimmte sakrale Funktion nun das, was Architektur zu Sakralarchitektur macht? Nicht nur. Sakralarchitektur ist in Glas, Holz, Stein und Lehm geformte Theologie. Ein in Architektur gegossenes Bekenntnis. Ein Beispiel: Die Grabeskirche in Jerusalem beherbergt der Tradition nach das Grab der Christenheit, das Grab Jesu. Die Architektur des konstantinischen Baus war singulär. Der Pilger betrat den Vorhof von der Hauptstraße aus, durchzog eine fünfschiffige Basilika, pilgerte entlang des Golgotha-Felsens im Atrium und erreichte schließlich die Anastasis-Rotunde mit dem Grab Jesu im Westen der Anlage. Mit allen Sinnen taucht er hierbei in den Ort ein. Er hört die Texte, die vorgelesen werden. Er spricht Gebete. Er riecht Weihrauch. Er sieht die reiche Ausstattung, Marmor, vergoldete Decken. Er berührt den Felsen, auf dem Jesus gekreuzigt worden ist. Er durchzieht die Architektur, die die Topographie und Sakralität des Ortes umschließt und geht hierbei sinnlich, körperlich den Weg der Heilsgeschichte mit, bis zu dem Ort, an dem Christus auferstanden ist. Die Architektur und Ausstattung des Baus erzielen so eine ganz bestimmte Wirkung und gehen damit über eine reine Funktionalität weit hinaus. Das gilt auch für die Mehrzahl der frühchristlichen Sakralbauten, die Gemeindekirchen. Er baut für die Versammlung der christlichen Gemeinde zum Gottesdienst. Ich befinde mich hier vor der Friedenskirche in Potsdam. Sie stammt zwar erst aus dem mittleren 19. Jahrhundert, bezieht sich in Architektur und teilweise auch in ihrer Ausstattung, aber auf Kirchenbauten des Mittelalters und des frühen Christentums. Um einen Eindruck von der Wirkung einer frühchristlichen Kirche zu erhalten, eignet sich dieser Bau also sehr gut. Gehen wir rein. Zunächst durchschreiten wir das Atrium. Nun gelangen wir in den Narthex. Erst jetzt, wenn wir diesen Weg zurückgelegt haben, gelangen wir in den eigentlichen Kirchenraum. Hier auf der Schwelle erhalten wir einen ersten Eindruck des Raumes. Es handelt sich um eine dreischiffige Basilika. Das Mittelschiff ist erhöht und mit einem durchlichteten Obergaden versehen. Im Osten befindet sich eine halbrunde Apsis. Nach oben ist der Bau durch ein offenes Dachwerk abgeschlossen. Dieser Bautyp ist übrigens der in der Spätantike beliebteste und weit verbreitetste. Das bestimmende Material im Raum ist Stein. Sogar die Wände spätantiker Kirchenbauten waren mit Marmorplatten verkleidet. Die Säulen, die die Seitenschiffe vom Mittelschiff abgrenzen, sind auch hier in Potsdam aus Marmor. Marmor ist in der Antike der Inbegriff von Luxus. Ein Raum, der fast komplett mit Marmor ausgestattet ist, hat eine ganz eigene Wirkung. Marmor ist hart, er glänzt, der Boden ist rutschig. Die Säule, gegen die man sich lehnt, ist kalt. Auch der Fußboden besteht aus Marmorplatten. Durch farbige Muster, die an Opus Sectile erinnern, wird der Boden untergliedert. In der Antike wurde häufig eine noch viel stärkere Zonierung des Fußbodens vorgenommen. Unterstützt wird dies durch weitere Hierarchisierungen, durch Stufen oder Schrankenanlagen oder
durch Vorhänge, die auf- oder eben zugezogen werden konnten. Gestühl oder Einbauten wie diese müssen Sie sich hingegen wegdenken. Sitzgelegenheiten für normale Gottesdienstbesucher gibt es erst seit der frühen Neuzeit. Der spätantike Gottesdienstbesucher war körperlich aktiv. Er kam und ging, er versuchte einen Platz mit möglichst guter Sicht zu finden und sogar die liturgische Ausstattung und die Geistlichen zu berühren. Den prächtigsten, schönsten Teil der Ausstattung finden wir in der Apsis. Das Mosaik aus dem 13. Jahrhundert steht in byzantinischer Tradition. Bereits beim Betreten der Kirche trifft dem Besucher der Blick des thronenden Christus der Deesis. Erhaben über dem Chorraum schwebend, als gäbe es Einblick in den Himmel, lenkt das Mosaik die Aufmerksamkeit auf den Chorraum und damit auf den Ort, an dem die Liturgie vollzogen wird. Dass wir das Mosaik so genau betrachten können, liegt daran, dass der Raum so hell ist. Er verfügt über viele Fenster. Die Sonne kann ungehindert durch die Fenster des Obergartens in den Raum dringen. Scheint die Sonne nicht, verändert sich die Raumwirkung extrem. Ohne elektrisches Licht liegt ein frühchristlicher Bau an einem bewölkten Tag oder in der Nacht zunächst im Dunkeln. Man muss ihn mit Kerzen oder Öllampen erhellen. Diese Leuchtkörper geben ein ganz anderes Licht. Ihr Schein ist wärmer, aber ihre Reichweite geringer. Das Flackern des Lichts erzeugt scheinbar Bewegung in der Architektur. Wenn ein Mosaik durch Kerzen oder Öllampen erleuchtet wird, beginnt es zu glitzern und die Figuren beginnen sich zu regen. Je nachdem, wo ich stehe, habe ich einen anderen Blick auf den Raum. Hier von der Tür kann ich den größten Teil des Raums erfassen. Anders jetzt, im Seitenschiff. Teilweise habe ich eine Säule vor meinem Blickfeld. In spätantiken Kirchenräumen gab es festgelegte Orte für bestimmte Gruppen innerhalb der Gemeinde. Jetzt stehe ich im Chorraum. Ich nehme die Sicht des Klerus ein. Ich bin ganz nah an den liturgischen Ausstattungsstücken und direkt unterhalb des thronenden Christus. Drehe ich mich zur Gemeinde, entzieht sich das Mosaik meinem Blickfeld. Raumwirkung verändert sich also stets durch die Blickrichtung oder das Sichtfeld des Rezipienten. Und noch etwas verändert Raumwirkung ganz immens. Andere Menschen. Im Moment bin ich ganz allein im Kirchenraum. Es ist ganz still. Ich höre nur meine Schritte und meine Stimme. Stellen wir uns den Raum im lebendigen Vollzug einer frühchristlichen gottesdienstlichen Feier vor. Der Raum erfüllt von Menschen, eng, gedrängt. Die Luft erwärmt von der Körperwärme der Gemeinde und Weihrauch geschwängert. Die Mosaike erleuchtet von den Flammen der Öllampen. Gesang, Lesungen und Predigten. Man muss gut zuhören. Mikrofone gibt es nicht. Wie wir gesehen haben, müssen wir Architektur körperlich erfahren, um sie zu verstehen. Wir müssen sie abschreiten und aus jedem Winkel betrachten. Das stellt uns im wissenschaftlichen Alltag vor logistische und finanzielle Hindernisse. Es ist schlicht unmöglich, jeden Bau, jede Architektur in dem Moment zu besuchen, in dem wir über sie sprechen, über sie etwas lesen oder über sie nachdenken. Hinzu kommt, dass viele wichtige Bauten der vergangenen Jahrhunderte und Jahrtausende heute gar nicht mehr oder nur stark überformt erhalten sind. Wie die Grabeskirche in Jerusalem. Als Ersatz für den eigenen körperlichen Kontakt mit der Architektur nutzen wir deswegen für unsere wissenschaftliche Auseinandersetzung zweidimensionale Pläne. Pläne muss man zunächst zu lesen verstehen. Grundrisse schneiden das Gebäude horizontal. Sie geben uns damit die Möglichkeit, die räumlichen Verhältnisse einer Architektur zu verstehen. Wo liegt ein Raum? Welche Räume liegen dicht beieinander oder weit voneinander entfernt? Wo sind Eingänge? Und wie lang ist ein Raum? Und wie breit?
Aber Grundrisse vermitteln niemals etwas über das Aufgehende eines Bauwerks. Hierfür benötigen wir einen Aufriss oder einen Schnitt. Sie schneiden den Raum vertikal und zeigen uns die Höhe der Wände und die Lage der Fenster. Aber Dreidimensionalität vermitteln weder Grundrisse noch Aufrisse oder Schnitte. Parallelprojektionen und 3D-Rekonstruktionen ermöglichen es, einen Eindruck von der Dreidimensionalität einer Architektur zu erhalten. Es bleibt dabei aber immer bei einem distanzierten Blick von außen. In die Architektur hineingenommen wären wir als Betrachter nicht. Heute ermöglicht uns die Nutzung von Virtual Reality Brillen genau das. Sie schafft es, Architektur begehbar und dreidimensional erfahrbar zu machen. Wir können die Architektur virtuell durchschreiten, sie auf uns wirken lassen. Was fehlt, sind auch hier ganz bestimmte, ortsgebundene, nicht visuelle, sinnliche Eindrücke. Ein ganz bestimmter Geruch, wie die Modrigkeit von Mauern, die Kälte von Marmor oder auch die Wärme, das Licht der einfallenden Sonne. All das können wir virtuell, zumindest im Moment, noch nicht erfahren. Grundrisse, Aufrisse, Parallelprojektionen, 3D-Rekonstruktionen sind folglich wertvolle Hilfsmittel für das wissenschaftliche Arbeiten. Die individuelle, sinnliche Wahrnehmung eines Raumes ersetzen sie aber nicht. Was der antike Mensch empfunden hat, wenn er eine Sakralarchitektur wie diese mit all seinen Sinnen wahrgenommen hat, das können wir heute nur versuchen zu erahnen. Fest steht, um Sakralarchitektur wirklich zu verstehen, müssen Sie in einen Dialog mit ihr treten. Gehen Sie doch einfach mal in die nächstgelegene Kirche oder Moschee und probieren Sie es selber aus. Auf Wiedersehen!